Hallöchen, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses wunderschönen Wichtel-Bastel-Videos. Also mal gucken, wie wunderschön das wirklich wird. Aber es ist ein Wichtelbuch bzw. ein Wichtelgeschenk, was ich für die liebe Claudia machen darf. Ja, ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und hier geht's weiter. Wir haben letztes Mal Materialien ausgesucht. Ich habe euch gezeigt, wie ich hier vorgehen möchte. Ob es wirklich alles so kommt, das werden wir sehen. Basteln ist ja wirklich ein Flow. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal die Rückenpappe eingeklebt. Ihr seht schon, das Buch ist fest, steif und so soll das nicht auch sein. Was ich hier machen möchte, ich möchte einen Stoffstreifen hier rüber setzen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Stoffstreifen auch hier draußen lang setze. Aber irgendwie gefällt mir das nicht, muss ich sagen. Draußen lang gefällt mir nicht. Ich möchte da lieber das ganze Thema Papier, also diese ganzen Papierseiten, die ich jetzt gerade in Kaffee geschmissen, nicht ganz. Ich habe es mit Kaffee bekleckst, ihr werdet sehen. Also auf jeden Fall möchte ich draußen eigentlich Papier dran haben. Vielleicht ein bisschen Craft Paper, aber hier drin soll der Stoff sein. So, nun möchte ich ganz gern schauen. Ja, ich möchte ganz gerne also natürlich die Pappe hier unten abdecken. Ne? Das ist mir wichtig. Ich überlege gerade, ob ich das so mache oder so. Also rechts, links, gerade ist schon mal ganz gut. Und da werde ich auch das Papier drüber ziehen. Also das hier, na, wie heißt das hier? Altdeutsch geschriebene Papier. So, mein Gott, das ist zu früh am Morgen. Also rechts und links wird das hier auf jeden Fall sehr schmal. Oben, unten möchte ich eigentlich mit der Zickzackkante abschließen. Ich mache mir jetzt meinen Spaß und mache hier einfach mal eine halbwegs gerade Zickzacklinie. Klingt ein bisschen paradox. Nein, also man kann natürlich auch mit der Zickzackschere gerade ausschneiden und nicht irgendwelche Bögen da rein. So wie ich das hier unten gemacht habe. So, das ist eine schöne, alte, schwere Stoffschere von meiner Oma. Und die ist sehr praktisch. Also die ist wirklich, die schneidet richtig gut. Man muss sie nur mit ein bisschen Geduld behandeln. So, weil wenn ich jetzt nämlich das Papier rüberziehe und hier rechts, links, der Stoff, der zieht sich beim Kleben nämlich noch lang. So, dann komme ich quasi in Fingerbreit da oben raus. Fingerbreit. Ja, Leute, ich habe immer keinen Bock zum Messen. Ich muss ehrlich sagen, Messen und ich, wir sind keine Freunde. Also selten. So grob über den Daumen peilen ist fein. Messen im Sinne von, ich nehme jedes einzelne kleine Maß und mache es wirklich perfekt. Nee, dafür bin ich zu wenig perfektionistisch veranlagt. Ganz ehrlich. So, die Kante nach unten. Bei diesem Stoff, der ist so cool eigentlich, dass man gar nicht weiß, wo oben und unten ist so richtig. Oder Vorder- und Rückseite, besser gesagt. Also so soll es dann sein, ne? Ihr könnt euch was darunter vorstellen. Was ich jetzt tun werde, damit ich nicht hier in Probleme gerate, ich werde oben und unten jeweils so einen Streifen von dem Papier hier schon mal drüber kleben, bevor ich das hier setze. Weil der Plan ist nämlich, dass ich hier die Ober- und Unterseite, ne, die hier, will ich verdecken. Das ist natürlich nicht so schick. Aber da ich den Stoff nicht auf die andere Seite bringen möchte, muss ich mir natürlich was anderes überlegen. Und das funktioniert dann meistens ganz gut. Mit so einem Streifenpapier. Na, und das darf ruhig ein bisschen wild sein, weil es ist einfach wirklich nur so ein. Ja, es darf einfach nur so ein Stückchen abdecken. Oder darf, muss. Na, das muss nur einfach mir den Pappstreifen da oben verschwinden lassen. Das heißt, ich mache hier oben und unten so ein Ding, schlage das um und von der anderen Seite kommt ja sowieso noch das schöne Kaffeegefärbte drüber. Das heißt, ich möchte hier eigentlich nur diese hässliche Kante verbergen. So, Fusch am Bau. Nein, eigentlich total schlau. Also ich finde das total schlau. Jedenfalls das zu tun, bevor man den Stoff aufklebt, halte ich für persönlich recht schlau. Glaubt mal nicht, dass mir das gerade erst eingefallen ist. Ich habe es natürlich schon mal falsch gemacht, ist klar. Sonst, also schlauer durch Auer, ne? Wenn man sowas schon mal
Mal versaubeutelt hat, dann fällt einem das viel leichter daran zu denken am nächsten Mal. So, aber versaubeutelt ist auch immer so eine Sache, ne? Man kriegt das dann irgendwie schick wieder hin, aber das ist dann wirklich Frickeln und Fummeln. Und auf Frickeln und Fummeln habe ich hier gerade überhaupt keine Lust. Ich möchte eigentlich, dass das hier nur so ein bisschen schick verborgen ist. Na, also einmal hier so drauf. So, bisschen eingekammert. So, Wort einkammern kommt übrigens auch vom Reitern. Da kammert man nämlich die Decke in den Sattel ein, damit das nicht drückt. Immer so eine kleine Anekdote am Rande. So. Weil da drüber wohnt ja noch der Stoff. Das soll sich auch alles noch fein blättern lassen und alles. Und dementsprechend mache ich mir jetzt hier gerade um das Leben ein bisschen leichter. So, jetzt muss ich das festhalten und darf es nicht aufstellen, sonst mache ich mir mein Werk da unten kaputt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe einige Ärmel mittlerweile, die Klebstoff dran haben. Wenn man den direkt schnappt und mit Wasser auswäscht, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man dazu zu faul ist, dann bleibt der auch mal gerne in den Klamotten. Also kleiner Tipp, wenn ihr eure Klamotten liebt, wascht sie direkt wieder. So, ich werde mir das auf der anderen Seite gleich zurechtreißen. So, genau, hier so ein bisschen eingekammert. Schwuppdiwupp. Das Schöne an diesem dünnen Papier ist, man kann es einfach wirklich hin und her bewegen, hin und her matschen. Und da fällt mir gerade ein, ich habe mein Handy nicht auf Flugmodus gestellt. Das heißt, ihr werdet jetzt das Brummen von dem Handy gehört haben. Vermutlich. So, jetzt haben wir diese Seite schon mal frei. Also auf jeden Fall abgedeckt. Sitzt hier. Okay. Jetzt einfach hier wild so ein bisschen hochziehen. Kann man sich jetzt überlegen, was man macht, ob man den Kleber aufs Buch schmiert oder den Kleber aufs Papier. Ist mir an dieser Seite echt egal, weil da kommt ja noch was drüber. Da kommen ja noch hier weitere Buchseiten drüber. Weil normalerweise, wenn man diesen Junk Journal Kleber hier hochschmiert und dann umklappt und es ist einfach Kleber hier über, dann sieht man tatsächlich einfach, dass dieser Kleber ein bisschen glänzt. Was ja an sich nicht schlimm ist, ist ja dann, man mag glänzen, ist gerade nicht, wo man gerade was macht. Dementsprechend macht das total Sinn, vorsichtig zu arbeiten, wo man die Fläche danach sieht. Weil da meine Fläche hier danach nicht sichtbar ist, sondern hier mit dem kaffeegefärbten Papier danach überklebt wird, ist mir das gerade einfach egal. So, hier habe ich noch den wunderschönen Effekt dazu, dass mir die gelbe Schrift hier noch überklebt wird. Das heißt, die wird ein bisschen mehr unsichtbar auf meinem Buchrücken. Zack. Ich weiß gar nicht, wie weit meine Lasche da jetzt geht. Das wird schon funktionieren. So, wichtig ist auch hier wieder in die Ritzen rein, weil sonst kann man das Buch hinterher nicht mehr bewegen oder das Papier bricht halt. Und so ein altes, ein altdeutsches Buch, da brechen die Papierseiten dann auch tatsächlich. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier nicht im feuchten, beweglichen Zustand macht, dann tut es das hinterher selbsttätig. Das könnte dann einfach nerven, wenn man sich hier dann das Buch, den Buchrücken zerlegt, weil sich das Herz nicht mehr bewegen lässt. So ist es nämlich im Streckenzustand, so ist es im offenen Zustand. So, Vorbereitung, zack. Läuft. Und das soll mir hier genau, was jetzt passiert ist, oben und unten das Ganze ein bisschen covern. So, und ich möchte jetzt hier dieses... Oh, da hat sich doch noch ein kleines bisschen gelöst. Oder war nie angeklebt, wahrscheinlich eher letzteres. So, du darfst da wohnen. Zack. So, und was ich jetzt machen will, ich will hier dieses Stoffstück in die Mitte setzen, dass ich hier meine... Wisst ihr, was ich fast vergessen hatte? Mein Netz. Das heißt, ich kann dieses Stoffstück erst aufkleben, wenn ich mein Netz da drauf genäht habe. Gut, dass ich es jetzt merke und nicht erst später, weil sonst hätte ich mein Stoffstück da drauf, ohne dass das Netz frei wäre.
Okay, das tut ja nun mal gar nichts zur Sache. Das werde ich dann hier im Nachhinein machen. Also ich kann euch einmal zeigen, wie ich vorgehe. Dieses Netz hat ja offene Seiten und geschlossene. Und ich muss natürlich irgendwie in den geschlossenen Seiten nähen. Und werde ja hier immer so durchknipsen, dass ich, hier seht ihr das, die Strippen bilden kein offenes Ende. Also wie hier. Sondern sie enden immer in einem geschlossenen Stück. So, und erstmal kann man da leichter was reinstecken. Und als zweites kann man das natürlich leichter nähen. Na, weil ich muss das ja irgendwie, muss ich das Kerzchen ja auch zusammenbekommen. So, und dann knipse ich nämlich hier einfach ringsherum. Seht ihr, also ich würde es hier zum Beispiel festnähen, da, da. Das ist natürlich was, was man nicht mit der Maschine machen kann. Abgesehen davon, dass ich auch ein Vollhonk in der Maschinenarbeit bin. Das werde ich bestimmt noch lernen. Der Winter ist ja lang. Aber so Handnähen, das kriege ich hin. Das ist einfach so ein typisches Stück, was man mit der Hand näht. Weil hier muss man genau gucken, in welche Öse näht man rein und welche nicht. Genauso auf der anderen Seite mache ich jetzt hier die losen Enden, sage ich mal, ab. So, zack. Da kann ich nähen, hier wieder nicht. Das kleine Stückchen kommt ab, das kleine Stückchen kommt ab. Und dann werde ich hier jeweils wie so ein kleines Knötchen dran nähen, dass ich quasi da so einen Schlauch bekomme. So, und dann kann man da nämlich auch, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe, beim ersten Video, kann man dann da einfach so eine Papierrolle oder irgendwas reinstecken. Darf jetzt noch nicht zu tief werden. Ja, ich denke mal, so reicht das völlig. Das heißt, hier setze ich jetzt mein Ende. Das trifft sich auch ganz gut, weil hier eine schöne Waagerechte ist. Seht ihr gleich, wenn ich das komplett abgeschnitten habe. Da ist das nicht ganz so zickzackmäßig. Da endet es in einer schönen waagerechten Kante, was einfacher zu nähen ist einfach. So. Upp. Upp. Seht ihr hier. Wenn ich die jetzt hier unten festnähe, rechts, links, und ich schiebe die so ein bisschen zusammen, ne? Das wird dann so ein Tunnel. Also so. Dass man da wirklich so eine Papierrolle oder irgendwas reinpacken kann. Jetzt habe ich es mir zwar zugeschnitten, aber bevor ich mir jetzt Nähkram geholt habe, das aufgenäht habe, ohne eine Krise zu kriegen, das mache ich einfach mal ohne Kamera. Ich zeige euch das dann, wenn ich es wieder aufklebe. Also rolle ich mir mein Stückchen hier wieder zusammen. Räume es weg, dass ich nicht wieder auf die Idee komme, es direkt aufzukleben. Und dann ist hier an der Stelle erstmal meine Klebearbeit für den Moment durch. Und ich hole mir mein Holzbrett. So, und einen Schluck Kaffee, ganz wichtig. Ich habe von meiner Oma diese kleinen süßen Tassen geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Bunzlauer. Kann man das Muster erkennen? Ich kann die jetzt nicht schräg halten, das Kaffee drin. Das ist dieses Bunzlauer Design. Ich liebe diese Tassen. Ich muss sie alle mit der Hand abwaschen. Aber Oma, ich gehe mal davon aus, dass du dieses Video siehst. Super cool. Ich freue mich total, dass ich diese Tassen haben darf. So, von den Tassen zu den Kästchen. Mal gucken, dass ich die richtige Kugel hier kriege. Das ist ganz gut. Was ich mir hier schon markiert habe, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe mir hier und hier jeweils einen Strich gemacht, weil das die Kästchen sind, die ich auch für die Adventskalender mache. So, und das heißt nämlich, ich habe mir hier schon vorgefertigt, an welcher Stelle ich welche Halslinie ziehen muss. Die kleinen Kästchen kriegen die bei 5,7. Die großen kriegen die genau bei 6. Und ich habe jetzt hier vorbereitet 5 von diesen kleinen Kästchen. Die werde ich natürlich noch schön dekorieren. So, und diese Dinger zu ziehen. Ich habe jetzt hier mal 2 von den kleinen. Manches Mal rutscht man auch tatsächlich mit dem Prägestift hier ab. Das ist nicht ganz so schlimm, das ist meine Unterseite, die wird eh aufgeklebt. So, das sind jetzt erstmal 2 Beispiele für die kleinen. Dann komme ich einmal zu den großen. Und da gehe ich bei 6. So.
mir mal ringsherum. Ich habe überall 2 cm Rand und die Blättchen, die sind 0,5 cm unterschiedlich. So, das heißt, das hier, das kleine ist 7,5 x 7,5, das andere ist 8,0 x 8,0 und ich habe jeweils einen Rand von hier 2 cm und hier knapp 2, also das ist so müh darunter. So ein Millimeter seht ihr vielleicht hier. So wird das dann werden. So, was mache ich mit den großen? Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen gucken. Da habe ich mir nämlich keine Markierung gesetzt. Bei den großen hatte ich auch, ihr seht sie, sie sind genauso hoch. Das heißt, ich möchte auch 2 cm Rand haben. Und ich habe mir hier bei den 11x11, muss ich mal 11x11, muss ich hier haben oder dort knapp unter 2. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Rand hier. Und dadurch, dass auch diese Kästchen, also hier haben wir 11x11 und das ist ein kleineres, da haben wir 10,5 x 10,5. Auch da sind wir mit dem 2 cm Rand wunderbar bedient. Ich finde es eigentlich immer schöner, hier hinten irgendwo zu falzen, weil man da nicht so abrutscht. So. Weil man einfach als Rechtshänder besser arbeiten kann. So. Sagen wir mal, wie es ist, Rechtshänder. Wenn ich das hier so mache, jetzt den kleineren nehmen und auch diesen Ring ziehe, dann habe ich eine wesentlich kleinere Schachtel. Deswegen gehe ich jetzt bei 10,5. So, gehe ich jetzt hier hin. Also kleinere Schachtel, da was meine ich damit? Ich meine den Innenteil. So. Der Innenteil ist dann tatsächlich einfach 0,5 cm genau kleiner ringsherum. So. Ja, also je fester das Papier, desto anstrengender das korrekte Falzen. Also wenn man sich jetzt das Ganze mal anguckt, ist der Schachteldeckel ein ganzes Stückchen größer als der Innendeckel hier. So, das heißt, ich werde jetzt hier auf der Innenseite einschneiden und hier auf der Außenseite. Ich zeige euch das mal. Um dazu daraus ein Schächtelchen zu machen, setzt man einfach hier so ein kleines Stückchen ab. Also man schneidet die gegenüberliegenden Seiten ein. Das mache ich hier an der Stelle, um es ein bisschen enger zu machen, innen. Das andere mache ich gleich außen, werdet ihr sehen, von dieser Falzlinie. Um es einfach ein bisschen größer zu machen, als es jetzt ursprünglich ist. Das heißt, hier gebe ich dem Ganzen ein bisschen mehr Platz, bei dem anderen nehme ich dem Ganzen ein bisschen Platz. So, ich zeige euch das gleich mal in der Theorie, weil wenn das zusammengeklebt ist, muss man das erstmal fixieren mit Rohklammern, damit das wirklich vernünftig klebt, weil die Schachteln sollen auch halten. So, und hier breche ich einfach nur die Ecke so ein bisschen. Ob das viel oder wenig ist, müsst ihr selbst entscheiden. Das ist auf jeden Fall so ein Part. Schwupp. So, wenn man das Ganze jetzt einfach mal ein Stückchen zur Seite rutscht. Ups, Kaffee bitte stehen. Sich ein kleines Falzbein schnappt. Das Ganze streicht. Erstmal die gegenüberliegenden Seiten. Kleiner Tipp. Sonst hat man hier die Ohren, die muss man ein bisschen, Sonderbehandlung zukommen lassen. Weil die Ohren, die knickt man sich auch gerne mal schräg. Deswegen die einfach erstmal per Hand ein bisschen runterknicken, dass sie richtig liegen und dann erst ein Falzlein rüber. So, jetzt haben wir hier den Deckel. Nee, kann nicht. Den Innenteil. Mal eben ohne Falzbein mal die schnelle Variante. Das
Ja, nicht Fuscher gehen wir jetzt auf jeden Fall mit dem Falzbein drüber. Ich muss noch mal gucken. So, jetzt ich die, das Ding und das Ding. Und da, sieht aus wie eine Kiste, ist eine Kiste. Das muss natürlich geklebt werden. So, damit ihr jetzt nicht hier jede einzelne Schachtel und jedes einzelne Geknister von mir mitkriegt, mache ich das jetzt hier per Schnelldurchlauf. Ihr kriegt wieder ein bisschen Musik auf die Ohren und dann werdet ihr sehen, wie ich diese Schächtelchen hier quasi vorbereite. Ja, dann würde ich mal sagen, Schnelldurchlauf an und gleich bin ich wieder bei euch.
Zeitraffer habt ihr gesehen, wie ich die Papiere zuschneide, falze und klebe, was daraus geworden ist. Diese Schächtelchen, da habe ich sogar schon was reingesteckt. Mal abgesehen davon, dass ich diese Schächtelchen hier gefertigt habe, die haben natürlich dann ein bisschen in ihrer Büroklammerumklammerung getrocknet. Ich habe derweil auch noch so ein paar Siegel gemacht, deswegen brennt hier meine Kerze auch noch. Und zwar habe ich die Siegel auf eine Silikonbackmatte gegossen und gesiegelt, weil die werde ich nämlich der lieben Claudia mit in diese Kästchen packen. Das heißt, ich verstaue die gleich schon mal, dann kann ich sie nicht verlieren oder vergessen oder ähnliches. Die sind jetzt schon hart und kühl. Ich würde gerade sagen trocken, nein, kühl sind sie. Und das ist jetzt schon mal der erste Teil der Beigabe. So, jetzt habe ich hier eben schon mal ein angefangenes, meine Label reingepackt. Ich wollte euch mal zeigen, ich habe festgestellt, die Kästchen gehen nicht so hundertprozentig schick zu. Also, sie gehen schon zu, aber sie sind sehr locker. Und nun habe ich hier an allen vier Seiten noch ein bisschen Stoff-Scrap gepackt. Jetzt geht das ein bisschen, schwerer zu, ist übertrieben. Also es geht ein bisschen mehr langsam zu, es ist ein bisschen Spack. Es hat einen kleinen Widerstand, weil sonst, wenn ich das Buch so aufmache, also aufklappe, während es halb steht, dann würde mir vielleicht der Inhalt rausfallen. Das passiert jetzt nicht mehr. Das ist so ein kleiner Lifehack. Wenn meine Schachtel zu leicht aufgeht und nicht so richtig schließt. Die hier sind richtig gut zu, also da muss man schon zupacken, um sie zu öffnen. Ja. Haben wir den Vorführeffekt. Also, die sind ziemlich fest, das ist auch ganz gut so. Da werde ich natürlich den kompletten Boden richtig gut an mein Buch ankleben. Dann ist das so fest mit diesem Junk Journal Kleber, das löst sich nie wieder. Also gut, vielleicht löst sich das Papier von der Buchseite, das glaube ich allerdings nicht. Dementsprechend, die hier sind, sagen wir mal, sehr erprobt vom Format her. Die gehen gut zu, sitzen ordentlich fest. Diese Formate habe ich noch nicht so perfekt ausgefeilt. Dementsprechend Lifehack mit Stoff. Ja, so, jetzt sind wir am Ende des zweiten Teils. Mir hat das auch schon da richtig Laune gemacht. Also ich habe richtig Bock, jetzt weiterzumachen. Allerdings muss ich jetzt gleich erstmal rausgehen und ein bisschen was draußen tun. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auch, wenn ihr wiederkommt. Und ich freue mich noch mehr über jeden Kommentar, Like und überhaupt über alles, was ihr an Aktionen für mich habt. Ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst in diesem Kino.